So, ich möchte noch einmal ein bisschen das Atommodell zusammenfassen. Ja? Alles, wirklich alles besteht aus Atomen. Das heißt, egal ob das ein fester Stoff ist wie Gold oder ein flüssiger Stoff wie Wasser oder ein gasförmiger Stoff wie Helium und natürlich auch der Luftballon und der Mensch da drinnen, wirklich alles besteht aus Atomen. Es gibt verschiedene Modelle, wie man sich so ein Atom vorstellen kann. Oft haben wir hier einen Kern in der Mitte und rundherum so eine Elektronenwolke, sagt man. Aber man kann sich das auch vorstellen wie eine Zwiebel. Eine Zwiebel, sehen wir hier, hat unterschiedliche Schalen. Ja? Und unser Atom hat außerhalb des Kerns auch Schalen, das sogenannte Schalenmodell. Wie viele Schalen kann jetzt so ein Atom haben? Weil es ist nicht unendlich groß. 7 Schalen. Ja? Und das finden wir auch in dem Periodensystem. Haben wir hier auf dieser Seite 7 Reihen oder 7 Zeilen. Das sollen die 7 Schalen sein. Ja? Und wir sehen natürlich auch, die Schalen sind unterschiedlich groß. Manche sind näher beim Kern, manche sind weiter entfernt. Wie schauen jetzt, was passiert jetzt auf diesen Schalen? Wir haben hier in der innersten Schale, das ist diese hier, ja, haben wir 2 Teilchen sitzen. Diese Teilchen, die sind negativ geladen und heißen Elektronen. Ja. Warum nehmen die auch jetzt gerade so diesen weit entfernten Abstand ein? Naja, 2 negative Ladungen stoßen einander ab. Und deswegen sind sie ganz weit voneinander entfernt. Damit ist diese kleine Schale schon voll und wir müssen auf die nächste Schale. Auf der nächsten Schale sitzen auch Elektronen. Und wenn das die letzte Schale ist, also die äußerste, dann nennt man das Außenelektronen. Auf dieser Schale könnten schon 8 Elektronen sitzen, aber müssen nicht. Es müssen, können auch nur 4 sein. Ja? Gut, oder 3 oder 2 oder 1 oder 5 oder 6 oder 7. Wenn wir uns jetzt diese Präsentation mal anschauen, dann sehen wir, dass sich die inneren Elektronen schneller um den Kern drehen und die äußeren Elektronen weniger schnell um den Kern. Das ist wie die Planeten um die Sonne herum sich drehen. Sie bleiben auf diesen Bahnen, ja, aber mit der Entfernung sind sie etwas langsamer. Wenn wir uns jetzt den Kern anschauen, ja, da haben wir 2 Teilchen im Kern, nämlich die Protonen, die sind positiv geladen, und dazwischen haben wir Neutronen, die sind gar nicht geladen oder neutral. Warum brauche ich die? Die brauche ich für einen stabilen Atomkern. Wenn nämlich 2 Protonen zu eng beisammen sind, 2 positive Ladungen würden sich ja wieder auseinanderstoßen. Und damit das nicht passiert, haben wir hier Neutronen, die praktisch Frieden schaffen zwischen den Protonen. Das heißt, die drängen sich da dazwischen und somit stoßen sich die Protonen nicht ab und mein Kern ist stabil. Wenn er nämlich nicht stabil ist, dann habe ich eine Atomexplosion. Und das kennen wir ja von Atombomben. Da wird der Atomkern wirklich zerfetzt. Ja. Gut. Und wenn wir uns jetzt das ganze Atommodell noch einmal anschauen, war ja die Aufgabe, die Elektronen zu zählen und die Protonen und die Neutronen. Na, die Elektronen sind ganz leicht, da haben wir mal 6 Stück und Protonen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch 6 Stück. Ja? Und Neutronen haben wir 5 Stück. Und wenn da jetzt die Aufgabe steht, von welchen Teilchen gibt es immer gleich viel, dann können wir sagen, von Elektronen und Protonen gibt es immer gleich viel. Das bedeutet aber auch, dass ein Atom dann insgesamt ungeladen ist, weil 6 negative und 6 positive ist neutral und das ist gut. Die Neutronen spielen hier gar nicht so eine wichtige Rolle. Gut, schauen wir uns jetzt dieses Periodensystem an. Dieses Periodensystem, haben wir schon gesagt, besteht aus diesen 7 Reihen. Man sagt auch 7 Perioden, das sind die 7 Schalen. Aber es gibt auch Gruppen, nämlich von 1. bis 18. Gruppe.
Ja? Und in diesen Gruppen haben die Elemente Eigenschaften, gemeinsame Eigenschaften, ja? Oder ähnliche Eigenschaften. Wer dieses Periodensystem erfunden hat, erzähle ich dann noch ein bisschen später. Auf jeden Fall, wenn man das Ganze einfärbt, sieht man alle blauen Elemente, ja, die bestehen, das sind Metalle. Ja. Das heißt, das meiste von den 120 Elementen, die wir kennen, das sind Metalle. Dann haben wir die rosanen, das sind Halbmetalle, das heißt, die haben Eigenschaften von den Metallen und von den Nichtmetallen. Hellgrüne sind Nichtmetalle, da fällt zum Beispiel darunter der Sauerstoff oder auch der Stickstoff. Und die ganz rechte Gruppe, gemeinsam mit dem Wasserstoff hier oben, das sind die Edelgase, haben auch eine ganz wichtige Funktion. Wir haben ja vorher schon gesagt, es gibt sogenannte Außenelektronen, da außen sind die, ja. Und im Periodensystem finde ich die Außenelektronen in der Gruppe. Ja, das heißt, wenn jemand in der Gruppe 1 steht, dann haben die alle ein Außenelektron. Allerdings, das Wasserstoffatom hat sein Außenelektron in der ersten Schale und das Lithium hat sein ein Außenelektron in der zweiten Schale. Ja? Und das Cäsium hätte sein eines Außenelektron in der sechsten Schale. Ja? Und vorher sind lauter vollbesetzte Schalen. In der 13. Gruppe haben wir drei Außenelektronen. Das heißt, wir lassen den Zehner weg. In der 16. Gruppe haben wir sechs Außenelektronen. Lassen wir auch den Zehner immer weg in Gedanken. Gut. Wer hat sich jetzt dieses Periodensystem überlegt? Und zwar müsst ihr euch vorstellen, da waren zwei Physiker, der Meyer und der Mendeleev, der eine in Russland, der andere in Deutschland, und die sind unabhängig davon draufgekommen, dass diese Elemente, die man damals schon kannte, man kannte noch nicht alle, unterscheiden sich nach der Anzahl der Protonen im Kern. Das bedeutet, das erste Element, Wasserstoff, hat ein Proton im Kern und ein Elektron, nur eines, in der innersten Schale. Ja? Das zweite Element, Helium, das hat zwei Protonen im Kern und zwei Elektronen. Das heißt, wenn ich das aufzeichnen würde, ja, Helium, hätte ich also hier mal den Kern mit zwei Protonen und die erste Schale und da sitzt ein Elektron und da sitzt das zweite Elektron. Ja? Die Neutronen zeichnen wir da gar nicht ein. Und das wäre schon Helium. Wenn ich dann das dritte Element nehme, Lithium, ja, das schaut so aus. Ich habe drei Protonen im Kern. In der zweiten Schale gibt es ein Außenelektron. Ja. Das heißt, Lithium schaut so aus. Es hat die Nummer 3. Also im Kern haben wir drei Protonen. Dann haben wir zwei Elektronen in der kleinsten Schale. Mehr haben gar nicht Platz. Und dann muss ich die nächste Schale aufmachen. Und da habe ich auch ein Elektron. So, jetzt haben wir drei Protonen, drei Elektronen. Das ist einmal richtig. Wir haben zwei Schalen, ein Außenelektron. Schauen wir ins Periodensystem. Zweite Schale, richtig, ein Außenelektron. Und der Mendeleev und der Meyer haben also herausgefunden, ah, okay, diese Elemente unterscheiden sich nach den Protonen im Kern. Und somit konnten sie diese Tabelle bauen. Ja? Diese Tabelle, das war am Anfang wie ein Puzzle. Das heißt, man kannte noch nicht alle Elemente, ja, man kannte vielleicht die ersten 18 und hat einmal anfangen können, so wie hier. Ja. Und dann hat man vielleicht das, weiß ich nicht, dieses Element hier gefunden, Titan, das hatte 21 Protonen im Kern, na, 22.
Und somit wusste man, okay, es gehört hier an diese Stelle. Und erst vielleicht 10 Jahre später hat man Calcium gefunden und das hatte 20 Protonen und dann Skandinavium, das hatte 21 Protonen. Und so ist irgendwann dieses ganze Periodensystem fertig gewesen. Also es war nicht von Anfang an fertig. Ja? Und eure Aufgabe war das jetzt durchzunummerieren, damit wir dann mit dem Periodensystem arbeiten können. Ja? Gut, das war's für heute und ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden.